Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, zurück auf meinem Kanal. Heute mal aus einer etwas ungewohnten Umgebung für mich, aber das soll keinen Abbruch tun, weil es gibt immer Möglichkeiten. Nun denn, heute mal, wie der Titel schon sagt, das Victorinox Outrider aus der 111mm Serie und die Knipex Cobra XS. Ja, warum diese Kombination? Nun, es soll heute praktisch nicht nur eine Vorstellung werden, sondern auch gleichzeitig ein Vorschlag, was man für den Outdoor-Bereich als sogenanntes Dream Team zusammenstellen kann. Jedenfalls haben die beiden als gutes Team, ein möglich gutes Team vielleicht für andere, in meiner AC Pouch für den Outdoor-Bereich gefunden. Jo. Fangen wir mit der Knipex an. Eine sehr handliche kleine Rohrpumpenzange, definitiv für größere Aufgaben auch geeignet. Im Anführungsstrichen sage ich mal, die Victorinox Zange ist relativ gut, aber auch da stößt sie hier und wieder mal an seine Grenzen. Da ist ein bisschen Luft nach oben. Da finde ich die Knipex hier wirklich eine kompakte, schöne Möglichkeit, auch mal etwas kräftiger rauszuziehen. Ich habe mit dem Ding auch schon mal Nägel aus der Wand gezogen oder auch Heringe aus der Erde. Funktioniert tadellos, kein Problem. Auch für den Outdoor-Bereich, wenn man mal etwas kleinere Töpfe mal über dem Feuer anheben möchte oder was mal rausnehmen möchte, ist die durchaus auch geeignet dafür. Das wäre der eine Teil dieses Teams. Der zweite Teil ist, wie gesagt, das Victorinox Outrider. Ein Multitool, wie gesagt, aus der 111mm Serie von Victorinox. Ist aus meiner Sicht eines der tauglichsten Messer in dieser großen Serie von den größeren Messern. Oder Multitools besser gesagt. Und ja, das ist die Variante mit Liner Lock und roten Ecoline Griffschalen. Nicht schwarz, gibt es auch in schwarz. Auf die Werkzeuge gehe ich noch ganz kurz ein, weil Ausschweifungen aller Art gibt es im Netz genug über dieses Modell, weil es ist ein sehr beliebtes Modell im Outdoor-Bereich, teilweise auch als EDC, aber aus meiner Sicht sehe ich das Ding mehr im Outdoor-Bereich. Gut, fangen wir mal an. Das Ringli, typisch für Victorinox, Zahnstocher und Pinzette, wie gehabt. Ein Korkenzieher für die Weinliebhaber. Eine Aale, aber ohne Loch, keine Nähaale, sondern Bohrreib- und Stechaale. Hätte man vielleicht mal das Loch mit hinzufügen können, Victorinox, was habt ihr euch dabei gedacht? Also ich persönlich weiß es nicht, wieso. Hätte man richtig tun können, meiner Meinung nach. Ja, fangen wir mit der anderen Seite an. Die üblichen Verdächtigen. Großen Flachschraubenzieher mit Kapsleber, sehr breit, arretierbar mit Halbstopp. Zum Aufhebeln von kleineren Dingen gar nicht mehr so schlecht. Einen kleinen Schraubenzieher mit Dosenöffner, scharf angeschliffen, wie gehabt bei Victorinox. Andere Seite haben wir hier die taugliche, sehr beliebte große Holzsäge. Funktioniert tadellos, der Rücken auch für einen Firesteel wunderbar geeignet. Ich hätte mir gewünscht, dass man hier vielleicht auch einen Liner hätte einfügen können für die Verriegelung. Ähnlich wie bei den Mikrof-Modellen, aber das ist ja nur mein Wunschdenken. Da in der Hinsicht hat Victorinox ein bisschen gepennt. Na gut, machen wir weiter. Die typische Victorinox-Schere, die es auch in den 91mm Modellen gibt und auch in den größeren. Sehr tauglich. Ohne die undenkbar. Wirklich undenkbar. Auf der anderen Seite von der Schere ist ein kleiner Kreuzschlitz. Sehr praktisch. Wirklich, finde ich gut. So, kommen wir zum Schlusspunkt. Die große Klinge mit Halbstopp und Lockverriegelung. Sehr scharf, sehr tauglich und wirklich bei einem großen Messer einer der tauglichsten überhaupt. Ja, der Liner Lock verriegelt die andere Seite, also mehr was für Linkshänder.
bin hier Rechtshänder, seht ihr ja, dass es auch geht, nur halt ein bisschen anders. Ja, rastet wunderbar ein. Zweihandbedienung, definitiv 42er konform, wem es interessiert. Ja, wunderbar. Auffällig ist, ich klappe mal aus, dass die Klinge relativ mittig steht bei Victorinox Outrider. Das ist nicht bei allen Modellen so. Bei dem vorigen Outrider mit dem Slide Lock auf dem Rücken mit einer Verriegelung war die Klinge außen angebracht. Hier ist sie relativ mittig. Also ein Zeichen für absolute Stabilität und vielleicht zu vielen anderen Victorinox Messern. Vielleicht ist deswegen das Messer auch sehr beliebt aufgrund der Funktionalität, den Werkzeugen, Preis-Leistungs-Verhältnis und auch aufgrund der mittleren Klinge. Wer weiß. Ja. Definitiv ein schönes Dreamteam, zumindest für mich. Vielleicht ein mögliches für andere, wer weiß. Kommen wir zum Kostenfaktor. Die Zange um die 20 Euro. Plus minus 5, je nachdem, wo man sie kriegt. Sehr beliebt. Auch in den Einzelhandel oder Großhandelbetrieb, die Knipex führen, ist die kleine super beliebt. Wird auch ganz gern viel gekauft. Das Outrider. In meinem Falle um die 30 Euro reduziert. Ich dachte damals, ich hätte die Variante mit der Werbung für Bosch gehabt. Dem war aber nicht so. Das ist Standard Victorinox ohne Werbung drauf. In der Regel ist das Outrider zwischen 50 und 60 Euro angesiedelt. Stolzer Preis. Hat sich in den letzten anderthalb bis zwei Jahren verdoppelt. Man mag es kaum glauben, die großen Messer werden langsam zur Wertanlage. Nun, einfach unglaublich. Na gut. Das, wie gesagt, ist nur ein Vorschlag für die Gemeinde meinerseits. Hat sich auf jeden Fall in meine EC-Pouch für den Autobereich reingeschlichen, sage ich mal ganz einfach. Aber ich wäre ja sowieso ganz gerne mal mit der Pouch und nehme ihn halt rum. Von daher finde ich, das ist eine mögliche, gut durchdachte Option. Und vielleicht gefällt sie ja so manchen. Wer weiß. Ist jedermanns Geschmackssache. Kann jeder halten, wie er mag. Nun, in diesem Falle, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.